Bei einer Meinungsumfrage in der Universität Greifswald hat eine Mehrheit für den Erhalt des Namens Ernst-Moritz-Arndt-Universität plädiert. Wie die Pressestelle mitteilte, haben sich 49% der Umfrageteilnehmer dafür ausgesprochen, dass der bisherige Name bleiben soll. Noch Anfang des Jahres hatte der Senat wegen antisemitischer Äußerungen des Schriftstellers Ernst Moritz Arndt, welcher von 1769 bis 1860 lebte, für die Ablegung des Namens gestimmt. Daraufhin gab es zahlreiche Protestaktionen. Und das Senatsvotum wurde aufgrund formeller Fehler für ungültig erklärt. Die Mitglieder des Senats wollen das aktuelle Ergebnis der Online-Befragung in ihrer Sitzung am 20. Dezember diskutieren. Mit einer endgültigen Entscheidung über den Universitätsnamen ist an diesem Tag aber noch nicht zu rechnen.